Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute haben wir noch das letzte quasi offizielle Seven Wars Wild Video, würde ich sagen. Danach geben wir uns noch alle Interviews von den 7 Teilnehmern. Ich denke aber, das ist ja nicht mehr so richtig zu der Serie, richtiges Material davon, was wir da zu sehen bekommen werden, I guess zumindest. Ich freue mich jetzt sehr drauf. Viele von euch haben gesagt, dass das hier das weitaus bessere Finale ist, die weitaus emotionalere letzte Folge. Ich habe ja auch angesprochen in meiner Reaction auf die letzte Folge, dass das so ein bisschen sehr schnell durchgeboxt wurde irgendwie am Ende und ich gerne hier und da noch ein bisschen mehr Insights oder längere Aufnahmen gesehen hätte, gerade von der Abholung, beziehungsweise was sagen die Kandidaten das als allererstes untereinander, wie reagieren auch die anderen Familien und Angehörigen, die vielleicht eingeflogen worden sind. Davon hätte ich mir gerne ein bisschen mehr noch so zu sehen bekommen. Und viele meinten, dass das hier nochmal krasser wird, nochmal emotionaler wird. Falls ihr meine Reaction auf die letzte Folge nicht gesehen habt, ich habe da auch das ein oder andere Tränchen verdrücken müssen, weil es echt sehr emotional wurde. Gerade als Knossi mit seiner Freundin da wieder reunited war, das war wirklich sehr, sehr heavy für mich. Ich bin sehr gespannt, wir haben jetzt hier eine pickepacke Folge, eine Stunde. Die letzte Folge der offiziellen Serie ging 35 Minuten, das heißt fast doppelt so lang. Ich freue mich sehr drauf, holt euch gerne was zu essen, zu trinken, genießt es. Video lasst es nebenbei laufen, wie auch immer. Ich freue mich, dass ihr am Start seid und ich würde sagen, wir schauen rein. Ihr kennt sie ja alle schon, aber ich bin sehr gespannt, wie emotional das jetzt tatsächlich noch werden kann. Seven vs. Wild Abholung, unveröffentlichtes Material, let's go. Nein, doch. Doch. Hat 7-mal gedrückt. Was hat er gedrückt? Der Code Green. Oh Mann, ich bin so stolz einfach. Noch 12 Stunden. Am Ende von Seven vs. Wild haben okay, fünf das wird schon emotional jetzt. Tage durchgestanden. In dieser Folge zeigen wir ihre Abholung im Extended Cut, ihr erstes Essen und erste medizinische Versorgung. Unmittelbar nach ihrer Abholung haben wir außerdem mit jedem Teilnehmer ein Interview geführt, wo sie über ihre Erfahrungen. Oh mein Gott, okay, das sind die Interviews. Ich dachte, die Interviews wurden mit so sehr, 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 sehr viel Abstand, so 3 Monate jetzt vor kurzem erst aufgenommen, dachte ich. Aber die Interviews sind ja wirklich dann tagesaktuell. Das ist geil. Okay, da habe ich sehr Bock drauf. Wir werden zu jedem Interview eine Reaction machen. Ich freue mich. ...größten Erfolge, aber auch Schwierigkeiten okay, mit uns geredet haben. Diese 7 Videos werden ab morgen in täglichen Abständen auf diesem Kanal hochgeladen. Über die Links in der Videobeschreibung kommt ihr direkt dorthin oder schaut einfach auf dem Kanal. Und jetzt viel Spaß mit dem Finale von Seven vs. Wild Behind the Scenes. Oh, ich freue mich. Das wird geil. Hi, I'm on deck. Okay, also wir fahren jetzt nochmal alle Teilnehmer ab, I guess. Also wir fahren jetzt zu Fritz als allererstes, right? Wo wir halt das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher betrachten können. Geil. So, da hinten müsste irgendwann heute im Verlauf des Tages ein Boot auftauchen. Es waren wirklich geile 7 Tage. Das ist meine Insel! Bis zum Schluss! Seven vs. Wild. Die größte Herausforderung meines Lebens. Geil. Das ist schon sehr cool gemacht. Simsalabim, da bin ich wieder. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Das haben wir ja schon gesehen jetzt quasi. Das kennen wir ja schon. Da wurde Fritz kurz sehr emotional auch. Was ich auch schön fand. Oh, okay. Okay, ey, ich sag's, wie es ist. Das ist jetzt, Mann. Das ist schon ein anderer Cut jetzt auf jeden Fall. Man merkt das. Das wirkt so echt, ich find's schade, dass es nicht in der richtigen Folge so ausführlich gezeigt wurde, weil das wirkt gerade echt, allein diese zweite Umarmung jetzt hier, den anderen Kameramann wirkt richtig emotional nochmal. Boah, da wirkt Fritz auch nochmal ein bisschen sympathischer. Ich will nicht sagen, dass er unsympathisch gewirkt hat in der Serie, aber viele sagen ja auch immer Gemeinicke oder dass er in der Staffel so ein bisschen kleinlich war und so hier und da
ein bisschen rumgeheult hat, sage ich mal, bei der Regelauslegung. Aber wenn man dann so eine Aufnahme von ihnen sieht, dann denke ich mir auch, ey, komm, der Mann, der, das ist so, da habe ich so voll die Empathie, fühle da gerade voll mit. Boah, krass. Das ist ja um einiges länger als das, was wir gesehen haben. Herzlichen fucking Glückwunsch! Der muss echt erstmal richtig klarkommen. Obwohl er das schon mal 7 Tage gemacht hat. Der kann gar nicht reden, hat gar nicht die Luft dafür. Das bleibt ihn voll weg, das ist so in ihn reingezogen alles. Das ist echt krass. Und dazu. Der ist echt überwältigt komplett, ne? Oh, ich muss aber kurz atmen, ey. Krass, dass man das. Das freut mich, dass man das so sieht. Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es mich so bekommt. Wie war's? Alter, Hölle. Krass. Ey, ohne Scheiß, Schweden dagegen. Urlaub, sag ich dir, wie es ist. Das war 7 Tage Hölle. Sieben Tage lang ausschließlich komplett nass. Es war 7 Tage kein Feuer, 7 Tage lang. Nur Viehzeug die ganze Zeit in der Fresse, 7 Tage lang, kein Safe Space, wo du irgendwie mal deine Ruhe hast. Pff, brutal. Aber gut, haben sie doch geschafft. Geil, ey, war viel Kopfsache. Aber ging. Ja, schön Durchfall hatte ich auch erstmal am Tag 5 völlig am Arsch. Er hat sich durchgeboxt. Also ich sag mal so, ich glaube, ich hatte alles dabei, was man so haben kann. Bis auf irgendeinen Wildtierangriff hatte ich sonst so alles. Ich bin umgezogen, ich hatte 3 verschiedene Lagerplätze, ich bin abgesoffen da drüben. Es war komplett wild, ey. Aber die wichtigste Frage, ich weiß nicht, ob du mir das schon beantworten kannst oder darfst. Wer noch drin ist. Holen wir die anderen jetzt noch ab? Ich kann dir nichts sagen. Okay. Ich habe gestern schon ein kleines Fazit gemacht. Ich habe ganz am Anfang in Deutschland, habe ich gesagt, 6 von 7 kommen durch. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich mir alles komplett anders vorgestellt habe. Wirklich. Location, Wetter, Ressourcen, Feuer machen. Ich habe einen Haufen Vorbereitungsvideo von Tropical Survival Videos gesehen. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir hier machen. Die sind alle irgendwo im Urlaubsparadies, habe ich das Gefühl. Nicht zur Regenzeit an einem geilen Sandstrand mit überall Palmen. Das hier ist komplett das Green Hell einfach gewesen. Ich habe gestern gesagt, dass 4 von 7 durch sind. Also Otto ist auf jeden Fall safe noch drin. Aber sonst, boah, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, es war echt hart. Es war immer wieder richtig, richtig hart. Also einmal 6 von 7 geschätzt, einmal 4 von 7 und so genau die Mitte halt. Ich lag stundenlang komplett im Regen, ich strand im Regen, ich wurde komplett zerbissen, Donner über mir. Ich habe noch nie solche Gewitter erlebt, das war völlig krank. Über mir 4 Blitze, bababababam, mein Brustfell hat einfach krass vibriert und ich dachte mir so, das also die Gewitter waren echt heavy. Autoleben nicht kennt, der scheißt sich ein, der drückt einen Knopf, so nach dem Motto. Ich meine, habe ich so auch noch nie erlebt, aber ich dachte mir immer, ganz ehrlich, wenn ich den Blitz schon gesehen habe, dann habe ich es überlebt. Also passt alles. Ja, true. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt, verstehen könnt. Ne? Das hier ist eine riesen Flussmündung. Und das, was ihr gerade seht, ist ja so ein Außenflussbereich. Und der ist bei Flut bis dahin alles. Hier ist alles unter Wasser. Hier, es gibt quasi nur Dschungel, wenn die Flut da ist, sonst nichts. Das wusste ich aber am Anfang nicht. Hab erstmal mein erstes Lager da drüben aufgebaut, provisorisch ging alles gut. Hab das zweite Lager auch da drüben aufgebaut. Plötzlich, ich lieg in dem Lager drin, die Wellen unter mir rein, bam, bam. Ich lieg über Wasser, ich mach einfach Waterworld. Auf einmal denken wir so, scheiße, fang an, in der Nacht alles abzuräumen, durchs Wasser durchzubaden, irgendwo in den Dschungel. Ich find's so interessant, also es wäre bei mir genauso, wenn nicht noch schlimmer. Die sind echt so in einem Redefluss drin, ne? Also so krass in einem Redefluss drin, weil die halt logischerweise auch nur mit sich selbst geredet haben unter Kamera seit 7 Tagen. Es ist voll interessant irgendwie. Da reinzugehen und mir ein neues Lager aufzubauen für die letzten 4 Tage, es war völlig krank. Und mein Shelter war einfach nicht dicht, es hat immer durchgeregnet. Ich habe ausgebessert, ich habe gemacht, keine Chance. Das ist alles, was ich hatte, die letzten 7 Tage. Und vielleicht willst du mal eine kleine Nahaufnahme von meiner silbernen Klinge machen. Nicht vorhanden, komplett verrostet. Komplett angegammelt. Und wenn du noch eine andere Aufnahme machen willst, die Scheide komplett verschimmelt. Weil. Das, können. Ne, sag ich jetzt nicht. Sorry. Ich bin einfach ein Kleinkind, ist egal. Nass von Tag 1.
Nur nass, nass, nass. Ja, die letzten 7 Tage hatte ich meine Kleidung und das hier. Und natürlich Kameratechnik, Ersthilfetechnik und sowas. Das ist auch nicht so schön, wie man sich das vorstellt. Mit irgendwie, keine Ahnung, ach idyllisch und sonst was. Das ist einfach eine Müllhaufen, ist das hier. Ja, ey, der Müll war echt vergammelt. Der Müll war echt kacke. So, aber jetzt kommen wir in mein Schimmer. Ich hab sogar, no joke, ich hab gestern aufgeräumt. Ich hab einen richtigen kleinen Weg gemacht. Ich find echt schön, dass wir jetzt mit Dave noch hier hingehen, so zu seinem Spot und er uns seinen Spot noch zeigt und so, geil. Ach, und übrigens, alles dieser Bereich gesehen. Ist normalerweise auch komplett unter Wasser, wenn es regnet. Alles und da nicht oben gesehen. Ein riesen Fluss bildet. Ja, das ist mein kleiner, nicht dichter Dschungelshelter. Bin da klein. Aber das Bett ist halt geil, ne? Oh. Improvisiert. Oh. Let's go! Das sind schon coole Aufnahmen. Nee, war schön. Jede Nacht 12 Stunden lang schwarz. Jeden Tag Regen. Das war wirklich herrlich. Urlaub zum Nachmachen, ich kann es euch nur empfehlen. Das ist so ungewohnt, so jetzt Fritz an seinen Spot in so Full HD zu sehen, wisst ihr? Wir haben ja immer nur diese GoPro-Aufnahmen gehabt, aber jetzt so in Full HD, so crispy, das ist schon was anderes. Tatsächlich hatte ich auch viel, viel, viel mehr vor. Reuse bauen, Fischbär und Nahrungsbeschaffung und sowas. Aber das Thema Feuer, ey, seid mir nicht böse, aber wie zur Hölle soll ich hier ein Feuer anmachen? Es regnet von früh bis abends. Impossible. Und wenn es nicht regnet, dann kommt die Flut hier hoch und alles peitscht. Alles, was man da draußen an Treibholz, an Müll sieht, ist alles dauerhaft klitschnass. Hier im Regenwald ist auch klitschnass. Ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen soll, in der Regenzeit hier mal easy ein Feuer anzumachen. Ich schaff's nicht. Hier, und dann habe ich manchmal so Projekte, die habe ich nachts gemacht. Ich habe mir einfach so dicke Schiffstaus genommen und habe einfach in stundenlanger Feinarbeit die komplett auseinandergepisselt und zu Schnüren verarbeitet. Einfach nur, damit ich nachts irgendeine Scheiße tun habe, weil ich nicht pennen konnte. Und dann kam ich das war smart. Dazu, dass ich ja so viel Schnüre gar nicht mehr brauche. Dann hat er was zu tun, immerhin. Mache ich mit einer Halskette draus. Hat er immerhin was zu tun. Ja. Oh, nicht die Gammelfüße zeigen, Fritz. Die haben wir oft genug gesehen. Ich hab's oft genug ertragen müssen schon. So richtige Löcher in meinem Fuß einfach drin. Das will ich jetzt aber nicht sehen. Okay, danke. Ja, hier, das ist übrigens mein Mitbringsel. Challenge Tag 1 für die Community. Das ist ein Miniaturbett, auf dem ich 7 Tage lang geschlafen habe. Das ist süß. Das ist richtig süß, finde ich. Das ist geil, die Technik. Das ist wie so eine kleine Hängematte gewesen. Das finde ich richtig süß. That's it. Wie ist der Plan? Abfahrt. Okay. Ja. Wir sagen danke schön für die Flippers. Die waren auch nicht einmal mehr trocken. Die Schuhe sind einfach von Anfang an nass. Ich glaube, ich habe sie gestern, als es so heiß war, einmal trocken bekommen. Jetzt weiß ich auch, warum zum Beispiel in Sascha dachte, dass er vergessen wurde. Weil die echt bei jedem Kandidaten, es sah ja so aus wie, hey, du bist da, ins Boot, tschüss. Aber die waren ja wohl bei jedem Kandidaten wohl eine halbe Stunde, wenn nicht noch länger sogar, ne? Wie es aussieht. Das ist jetzt ja echt schon lang. Regen, nass. Krass. Macher. Geile Aufnahmen, geile Bodyshots, geil. Boah, richtig starke Aufnahmen noch. Richtig cool. Geil. Der Survivor. Lass dich drücken. Sorry, ich bin verrückt. Also nach 7 Tagen mal wieder klares Wasser. Ich hab nur Brackwasser gesucht. Der Körper wird sich so freuen. Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie menschenfeindlich ist das alles hier? Gibt deutlich schlimmere. Ich würde es jetzt eher mit Schweden vergleichen, weil da habe ich halt die Erfahrung dazu. Ich sag mal, wenn du jetzt 7 Tage lang komplett in der Wüste bist, ist das viel, viel menschenfeindlicher. Und wenn du irgendwo in den Bergen bist, wo nichts ist, nur karg, auch menschenfeindlicher. Aber im Vergleich zu Schweden war das schon echt beschissen mies. Und das ist mir aber auch noch aufgefallen, so als Fazit für mich, es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob 7 oder 1 Gegenstände. Ja. Weil ich sag mal, so ein Riesenproblem, Viehzeug. Hätte ich Moskitonetz dabei mit dem Gegenstand. Hattest du viele Fische? Den ganzen Tag von früh bis abends. Nur. Ich habe teilweise meine Boxshots vor sich gehabt. So, bitte da. Ich habe mit Schlamm reingespielt, komplett. Ich hab Pieks, Alter. Mein ganzer Körper ist komplett. Guck meine Hand an. Er ist einfach ein großer Pieks. Piekser. Er ist ein großer Piekser einfach. Ich habe immer. Es ist alles voll. Alter. Ja. Es ging nur den ganzen Tag. Ich habe komplett Schlammpackung gestern, bin ich komplett hier rumgelaufen, alles. Oder wenn du zum Beispiel einen Feuerstahl gehabt hast, um dir ordentlich ein Feuer zu machen, um Rauch zu erzeugen, um die fernzuhalten. Wenn du einen Tarp gehabt hättest, dann wärst du mal irgendwann trocken gewesen. Ich war 7 Tage lang nass. Aber hast du Feuer angekündigt? Nein, kein Schlamm.
Ich finde auch cool, man merkt so, wie die Leute so, die damit am Start sind, Dave und so, dass die auch so richtig interessiert sind. Oder Max, dass die richtig interessiert sind auch und wissen wollen. Rechts auf dem Feld! Junge, wie Otto da stand, ne? Einfach T1000, Junge. T1000 einfach. Stark. Danke, danke. Herzlichen Glückwunsch. Es war leichter als gedacht, Mann. Ja, es war leichter als gedacht. Otto, Junge. Mega gut. Es tat sehr gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Also richtig Spaß gemacht. Ich habe den Platz lieben gelernt. Dafür, dass es angeblich so ein Scheißspot ist, sein sollte, ist alles mega. Bis auf Sandstrand ist alles da. Und das Coole ist, ich habe hier direkt rechts die Mangroven. Das heißt, ich bin voll durch die Mangroven durch und bin mir sehr, sehr sicher, dass ich Krokodil gesehen habe. Dreimal. Ich habe einen Shelter gemacht mir für, wenn die Sonne brutzelt, dass ich nicht verbrenne und wenn es großartig regnet. Das ist so eine kleine Mini-Höhle links. Die hat auch die ersten drei Tage nachts funktioniert und dann kam das Hochwasser immer mehr. Und dann habe ich hier oben, wo dieser große Baum, den oben an dieser Klippe steht, wunderschöne Aufnahmen. Da direkt einen geil dran, mein kleines Adlernest, was auch immer, wo ich schönen Blick hier komplett drauf habe, ja, der mega ist. Alles mit Bambusteilen, aber ich habe den Shelter nicht, den oberen nicht wasserdicht gebaut, sondern einfach nur Bambus zum Hinlegen, weil ich hatte ja unten den, wenn es wasserdicht ist. Hat auch funktioniert, oder wenn es regnet, bis auf heute Nacht. Heute Nacht war ich mit Unterhose, lag ich da im strömenden Regen, weil das unten war gerade Hochwasser. Ne? Ich konnte also nicht in meine Höhle. Nackig im Regen geschlafen, der Mann. Gebaut, aber es war trotzdem geil. Geile Aufnahmen auf jeden Fall. Ansonsten keine Probleme gehabt, die 7 Tage hat Bock gemacht? Na klar, das hat Bock gemacht. Aber sowas von Bock gemacht. Ich habe auch extra, ich habe am ersten Tag eine Kokosnuss gegessen und dann dachte ich mir, nee, weißt du was, du machst das komplett ohne Essen. Das heißt, ich habe ab dem zweiten Tag nichts mehr gegessen. Also am ersten Tag nur die eine Kokosnuss und dann nur Wasser getrunken und hinten aus dem Becherlein fertig. Nicht gefiltert, gar nichts. Ich könnte ruhig noch ein bisschen härter sein. Aber ich will die Stange lange nicht so hoch. Nein, war geil, war Hammer. Der hat einfach Urlaub wirklich gemacht. Wirklich schön, ganz, ganz toll. Hat richtig Krass. Bock gemacht. Geile Tageschallenges. Da bin ich sehr gespannt, wie alle abgeschnitten haben tatsächlich. Bei einer bin ich sicher, dass ich sehr gut war. Und bei Klamotten abgeben, mehr geht nicht. Ich bin echt, echt, echt happy. Ich habe diesen Ort jetzt richtig lieb geworden. Weißt du, ich wusste, wann ist hier Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wann ist Ebbe, wann ist Flut. Ich habe ein paar Tiere hier, die ich lieb gewonnen habe. Ich habe so 2 große Vögel, die ganz lustig fliegen, die immer vormittags hier langkommen. Ich habe so eine kleine Art Leguan hinten an so einem Wasserloch, der immer kommt. Ey, das ist, ja, schöner Ort. Also wirklich mega. Dem Mann geht's gut. Ich bin einfach happy und dankbar. Das war auch, ey, Otto sehr sympathisch, muss man noch mal sagen, sehr sympathisch einfach. Sehr sympathischer Mann. Geil. Und Macher halt auch, ne? Also wirklich durchgezogen. Simsalabim! Ach, das ist. Du hast dich jetzt versteckt genommen. Oh, fettes Danke, ey. Für. Scheiße. Hast du alles abgegeben, bis auf Buchse? Ich hab unten Hose. Gut, die Zelte nicht, ich hab alles abgegeben. Komm. Nee, aber du hast, also so hast du die Nacht verbracht. Ich bin gestorben, pass auf. Aber das war nicht das Schlimme, weil ich habe 2 Shelter gemacht. Einmal so ein Erdloch-Shelter, die in so einem Hang drin. Also dann, weil es eine Höhle war, oder was? Genau, so eine ausgespielte, ja, so ein bisschen Höhle. Ja, okay. Nachteil, die Flut, ja, auf dem Mondes wurde immer höher. Ich finde diese Gespräche super interessant, weil die sind kurz nach der Abholung entstanden jetzt und die, das erste Mal, dass sie ihre Erfahrungen teilen. Ja. Das ist interessant. Ja. Ich bin umgezogen, ich habe hier abgesoffen bin. Ich bin echt so, Otto, mal gucken, wie lange das geht. Dann habe ich, wenn du hier oben diesen großen Erdhang siehst, ja, da habe ich mir jetzt meine so komplett gerade mit Abschluss mit dieser Kante, ja, das komplett hier drauf laufen. Aber habe nichts oben drüber gebaut. Weil ich dachte, naja, wenn es regnet, hast du ja unten das Ding. Es sei denn, es ist Flut. Naja, heute Nacht. Ja, klar, ich habe volle Bude. Würdest du verlängern den Urlaub hier? Ich finde das hier mega, natürlich. Ich nicht, definitiv nicht. Echt nicht? Nee. Ich hatte eine einzige Palme mit Kokosnuss dran und die war ca. 20 Meter hoch. Schöne Grüße gehen raus an Johannes. Otto, was glaubst du, wie viele sind noch drin? Genau, das war die Szene, die wir schon hatten. Seid ihr die Einzigen? Kommen noch welche? Was glaubst du? Das ist so schwer zu sagen. 14 sind die Einzigen. Das hat sich mein Bauchgefühl. Also die Hoffnung wäre natürlich eine andere. Aber warum? Weil du es schon schwer fandest? Also klar, für dich gesehen, also fandest du es hart? Für den Otto-Normalverbraucher
ultra, ist hart. Für den Otto-Normalverbraucher hart, für Otto nicht. Wirklich hart. So. Wo ist jetzt nicht? Weißt du, ich habe gelacht heute Nacht im Regen. Also ich fand es auch hart, die mir viel härter als Schweden. Lag auch ein bisschen daran, dass man nur einen Gegenstand. Stell dir vor, du hast noch ein Moskitonetz, einen Tarp, einen Feuerstein, dann wäre es kein Ding gewesen. Ja. Deswegen so wirklich nur mit einer Machete unter den Voraussetzungen fand ich es schon hart. Ja. Aber ich war nicht einmal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich breche jetzt ab wegen irgendwas. Das war ich auf keinen Fall. Aber ich fand es im Vergleich zu Schweden, fand ich es schon härter auf jeden Fall. Du, das glaube ich, weil Schweden ist ja so, hier hast du die Hitze, du hast ganz, ganz viele Faktoren, immer die nass. Schweden einfach nicht hat. Immer nass, Maus. Immer nass. Alles nass. Und wir dachten, was heißt, wir dachten, Schweden war ja schon krass. Ich hätte das auch nicht durchgehalten in Schweden. So, never mind. Auch nicht mit 7 Gegenständen. Aber das war jetzt halt vom Ort her härter für Fritz, als auch von den Gegenständen halt härter. Immer viel Zeug. Ja. Ich war halt an dem Punkt, wo ich irgendwann gemerkt habe, ich kriege nicht mal einen regendichten Shelter hin. Das war bei mir ein Riesenpunkt, den ich gemerkt habe. Ich habe nirgendwo einen Safe Space. Es gab es bei mir nicht. Es gab bei mir keinen Platz, wo ich irgendwie sicher vor Viehzeug und vor Regen war. Und ich habe mir schon ein Dach gebaut und mit Palmwedeln und keine Ahnung was und mit Blättern ausgestorben. Und du weißt ja, wie das geht. Das aber eine wichtigste Frage, die ich noch nicht gestellt habe. Hast du Feuer angekommen? Ja. Hast du nicht? Nein, ich habe es gar nicht erst probiert. Nicht ausprobiert? Gestern habe ich es ein bisschen rumprobiert. Also ich habe es probiert mit Glasflaschen, die ich das gefunden habe. Probiert habe. Und gestern mit der Bambusreibe. Und ich habe das zu Hause mit der Flasche so easy anbekommen. Ohne Kraft, genauso der Punkt gefühlt wie in Deutschland. Nichts passiert. Das sind gar nichts, ja. Das sind geile Gespräche. Und jetzt, ich freue mich jetzt halt umso mehr, weil jetzt wird Knossi abgeholt, ne? Auf die Abholung von Knossi. Guck mal, die wissen es jetzt noch gar nicht. Auf die Abholung von Knossi und dann die Gespräche mit Knossi, die ersten Gespräche. Da ist ein roter Packsack. Da steht irgendwer. Hey, warte mal. Nein, wie geil ist das denn bitte? Alter, der hat das gepackt. Das kannst du keinem erzählen, warte. Ey, das kann ich mir so oft ansehen. Ich freue mich so darüber. Ich freue mich so darüber gerade. Labert kein Scheiß. Erzähl die Fackel. Das ist doch Knossi. Das gibt's doch nicht. Das ist doch Knossi, oder? Ist das? Auch mit der Musik jetzt noch? Nein. Auch noch mit der Musik ist geil. Ja, das ist eigentlich die Bewegung. Die Bewegung kenn ich. Das gibt's doch nicht, Alter. Das ist der Sieg. Was eine Legende, Alter. Siehst du, ich hab gesagt, der Typ kann, wenn er will. Das gibt es nicht. Geil. Ey, das sind auch noch so, das was sie so sagen. So, der hat Biss, der Typ kann, was er will, der macht, was er will. Geil. Voll das Riesenkompliment auch nochmal an Knossi hier. Muss man sagen, krass. Wir gehen rein mit, oder? Und dann jetzt hoch. Ja, ich liebe dich! Geil, Mann. Schöne Aufnahmen. Ey, und Knossi war ja auch echt emotional bei der Abholung jetzt hier, ne? Das sieht man gleich nochmal. Oh, die Musik. Holy shit, die Musik. Hammer! Hier auf diesem Strand war schwer. Das ist eine scheiß Legende, Alter. Das ist irre machen. Hier war immer Elbe und Flut. Ich hab den Nachmittag, den Abmittag, war hier nur noch Wasser. Pass auf, meine Krebse. Die Fackel fällt noch. Oh, ich bin verrückt. So krass, Mann. Das ist das geil, Alter. Ich bin ganz stolz auf dir, weißt du? Niemand. Ich bin hier seit 4 Uhr morgens ungefähr, weil es geregnet hat. Ich hab ja kein Dach. Ich hab ja kein Dach. Ich bin immer wach, wenn es regnet. Oh mein Gott, ist das geil, Alter. Das freut mich so sehr, dadurch, dass du das. Ey, was ein schöner Spot. Nee, stimmt, glaub, die sehen ja auch die Spots jetzt das allererste Mal von dem jeweils anderen. True Guy dran gedacht. Der ist auch tückisch. Oh ja. Du kannst hier immer alles brechen. Beim Hochlauf. Oh, ist dieser Spot schön. Da habe ich zuerst mit der. Ich habe jemand an der geschlafen, dann kam Flut. Geil. Und dann habe ich umgebaut nach oben. Dann sind da diese scheiß Viecher. Alter, nichts, oder? Oh. Sandfliegen. Oh. Und jetzt bin ich fertig. Ich hab's endlich geschafft. Oh, du kannst richtig sehen, wie glücklich und erleichtert. Ich hab nichts gegessen, nur 5 Kokosnüsse. Nein, und da hatte gar nichts. 2 waren Fleisch drin,
Die 6, 2 war Fleisch und 5 habe ich also getrunken. 2 war Fleisch, die 6 habe ich ausgekotzt. Die war vergoren. Das ist geil. Das ist cool, was er abgegeben hat. Das ist Greenie. Den habe ich gebaut für die Leute. Ja. Und hier war ich. Da oben drin war ich. Und dann waren die Wildschweine einmal. Es ist so cool, weil Knossi halt direkt erzählt, was alles passiert ist. Wir kennen das ja schon. Kann man nirgends raus. Ich bin hier eingesperrt. Habt ihr, ich habe keinen Weg. Es gibt keinen Weg raus. Dann bin ich einmal da hochgeklettert, sind da die Paradiesäpfel, die dich töten. Dann bin ich wieder runter. Und dann war ich hier unten einfach. Nur noch. Auf dem Felsen habe ich einen Thron. Siehst du den Thron auf dem Felsen? Ja. Der ist wie gemalt, wie ein Stuhl, der einzige Stuhl hier. Es gibt sonst nichts. Bei mir hat eine Wurzel reingesteckt. Aber ich habe Medikit nicht aufgemacht. Ich auch nicht. Das war Tag 1. Ich habe Medikit nicht aufgemacht für Punkt. Alter. Und ich habe hier an der Seite Wunder. Bei mir ist auch alles hier komplett runter. Aber hier zwischen die Eier. Meine Füße sind komplett verschwindet. Ich habe Löcher an den Füßen. Wie findet ihr mein... Fritz, Junge, ja. Die sind wirklich komplett verschimmelt. Ich weiß nicht, wie trocken Fritz das gesagt hat. Meine Füße sind komplett verschimmelt. Ich habe Löcher in den Füßen. Oh, das war gerade irgendwie Highlight. Sorry. Hast du keine Gegenstände abgegeben? Ne, wir haben sie wieder angezogen. Wir wollen uns abholen. Was habt ihr alles abgegeben? Kam nackt an. Gott sei Dank habe ich. Ich habe nur einen Gegenstand behalten, meine Regenjacke. Ich habe Regenjacke. Ich am Arsch gewesen. Geil. Weil Regenjacke heute Nacht. Um 4 Uhr wieder Sturzregen. Und ich habe hier Hängematte ohne Dach. Und dann musste ich wieder raus in meine Regenjacke unter die Palme. Was bist du für ein Baller, Mann? Das, Alter, das ist krank, weißt Mann. Du, Bob, Eier am Tisch. Ich habe ungeschnitzt immer jede Nacht einen Schnitzer. Aber es ist so 7 so Dinger. Und ich dachte heute, warum seid ihr so spät? Ich habe mich am Tag vertan. Ich saß da eben da und denk mir, ich war schon wütend auf Johannes. Wo ist der? Der wollte mir eine Kippe geben. Johannes, die Pussy ist seekrank. Weißt du, kommt dir nicht raus. Der hat gesagt, ich krieg eine Kippe direkt beim Abholen. Ich habe vorgestern meine letzte geraucht. Wie hast du die anbekommen? Feuerstahl, direkt an der Palme. Mhm. Direkt die Palme. Zack. Und dann ging gar nichts mehr, war alles nass. Bam. Otto, so weißt du, der sich so komplett für die Natur einsetzt. Und Knossi zündet direkt die Palme an. Einfach. Bambus geraspelt. Geil. Bambus geraspelt. Bam. Anmachen war kein Problem. Geil. Wo ist meine Kippe? Dave? Dave, Junge. Ach, auch noch Dave. Weißt du, die kommen alle gerade aus dem Wasser, sind klitschnass. Schwierig. Johannes hat gesagt, Kippe und Cola. Cola, ich warte gut. Schon seit heute Morgen auf Kippe und Cola. Dave. Der arme Dave. Der arme Dave. Ich will auch wirklich, ich sag dir ehrlich, es war schön hier. Der arme Aber Dave. Aber weißt du, was das Schlimmste schön, war? Das oh, der Müll. Ich hab mich so geekelt auch vor dem Müll. Ich habe zwar zwei perfekte Flipflops gefunden. Guck mal, die sind nicht gleich. Hey, wie geil! Die sind nicht gleich, aber die sind meine Schuhe. Ja, und dann habe ich mir fast immer die Knochen gebrochen. Hier. Das ist wirklich gemeingefährlich. Ja. Das wird ja auch noch rutschig. Oben. Ja. Und du hast den halben Tag, kannst hier nichts machen. Nee. Das ist echt belastend gewesen. Ja, der hängt sich fest. Und dann bist du oben und die Mücken, Alter. Ja. Und die Ameisen, überall. Aber wir haben es, ey, glaubt ihr es? Fritz, hast du gedacht, dass ich bis hier stehe? Ich wusste, dass du das Potenzial in dir trägst. Das wusste ich auch. Das wusste ich von der ersten Sekunde. Willenskraft! Ja, aber das ist doch das geilste Beispiel dafür. Ja, voll. Keinerlei Erfahrung, ein kleines Training macht, aber vom Kopf her durchzieht. Nichts gegessen. Ernsthaft, das? Das habt ihr Bungalows gebaut? Ja, ja. Das aber trotzdem. Drei trotzdem. Stockwerke, nein. Sauna, Bad, alles drin. Quatsch. Ey, warum siehst du aus wie, keine Ahnung, du könntest gleich einfach... Otto. Ja, Real Talk, aber das habe ich ja auch gesagt. Otto sah jeden Tag wie frisch geduscht, 8-9 Stunden ausgeschlafen im Boxspringbett, so Frühstück, All-You-Can-Eat-mäßig. So sah wirklich Otto jeden Morgen aus, habe ich ja auch schon gesagt. Otto ist ein anderes Kaliber, der sieht aus wie ein Urlaub. Ich dachte, ihr habt es beide geschafft. Ey, Glückwunsch an euch. Ja, an dich, Alter. Ach, nee, nein, ernsthaft. Ja, ey, was? War doch klar. Ja. Ich mach einen Tag länger als Fritz, haut ab. Gut, tschüss. Ey, ich lieb Knossi, Junge. Ich lieb dich. Weg. Ey, Paradies, aber alles tückisch, sag ehrlich. Ja, es ist so. Hier kann kein Mensch wohnen. Die Leute sehen immer Sand und Kokospalmen, aber es ist alles faktisch. Ey, und jetzt pass auf, du vergisst eine Kleinigkeit. Ich musste am Anfang meine Hängematte. Einen Platz suchen, der nicht lebensgefährlich ist. Genau. Weil überall, und es gab fast keine Option, dass mich eine Kokosnuss nicht erschlägt. Und darum habe ich nur die Palme und dann nachts 5-mal pissen.
und du musst auf das Ding, auf den Baum raus. So, und denkst, ja, jetzt breche ich mir gleich und dann Hirnverletzung und dann kann ich durchfunken. Hätte sein können alles, ne? Ey, du musst genau gucken. Geht schneller, als man denkt. Aber schön, dass ihr mal bei meinem Spot wart. Was sagt ihr? Wie war euer? Geiler Spot. Meiner war hart. Geiler Spot, ja. Das ist Traumstrand hier. Wie viel denn? Mein Outfit? Habt ihr nichts gebaut? Mega. Doch, ich habe ein komplettes Bastbrötchen und ich habe eine Keule gemacht. Das habe ich mir, aber das ist geil. Das ist schon ernsthaft, nimm's mit, auf jeden Fall. Ja, klasse an. Durch Köln. Tja, ich habe so Angst gehabt, dass meine Frau den Flug verpasst hat. Ich sitze hier und denke mir so ungefähr, jetzt dürft ihr doch fliegen. Ist sie da? Seit wann? Seit gestern. Oh, dass sie ihm das auch noch gesagt haben, finde ich schön. Oh, da werde ich direkt wieder emotional irgendwie, weiß nicht, das catcht mich irgendwie. Ey, keine Ahnung. Schön, Alter, also, freue ich mich. Weil du siehst bei Knossi, wie viel es ihm bedeutet und keine Ahnung, das hat ihn so gepusht auch. Ich sag, wäre seine Freundin nicht dahin geflogen worden, hätte er es nicht geschafft, sag ich. Hätte es dann nicht geschafft. Hat die es geschafft, weil du denkst immer, die schaffen es dann nicht. Flug verpasst, Reisepass vergessen. Ich sitze dann hier und denke, nimm dir den Reisepass mit. Oh, schön. Ach, das freut mich gleich, das nochmal zu sehen. Wir holen jetzt natürlich erstmal noch Joris und Sascha ab. Auch geil, freue ich mich auch drauf. Weil, ey, die denken jetzt auch schon wieder. Okay, wir haben jetzt alle drei eingesammelt, alle drei Gewinner. Nach Hause, aber nee, es kommen noch zwei. Auf die Kippe! Hol auf die Kippe! Ich hab's geschafft! Oh, ich bin so stolz auf Knossi, Junge. Also auf alle natürlich, auf alle. Aber ganz besonders auf Knossi. Und ganz besonders auch auf Sascha. Kippe. Ich habe keine geraucht. Oh, aber dann auch mal an einem Tag zwei. Weil die Situation Wetter hat mich überfordert. Habt ihr noch irgendwie? Die haben deine langen Zigarettenexte mit. Ja. Ey, Jens, du hast mir ein Mindset-Monster wirklich gesagt. Wird uns nicht das gesagt. Sind meine Kippen! Wie er sich freut. Stell dir vor, ich sag jetzt, ich höre für immer auf, geht nicht. Ich höre auf. Die Mach. Freude, nein. Das Ziel war, ich jetzt hier zu sitzen. Vielleicht morgen. Aber nein. Ist nicht ganz was draus geworden, leider. Ey, Feuerzeug. Feuerzeug. Ey, Dave, der nicht an mich geglaubt hat. An alle Hater, die reingeschrieben haben unter die Kommentare. Oh, Nova und Knossi, kannst vergessen. Dschungelcamp-Show, da sollen die hingehen. Ich bin hier wirklich an meine Grenzen gekommen. Ja, yeah, kannst du es nicht vorstellen, ey, wirklich. Und aber es gab nicht einen einzigen Tag, bei dem ich gesagt habe, ich geh doch hier, heim. Auf, das habe ich nie im Sinn gehabt. Du auch nicht, ne? Nein. Ihr auch nicht. Ist doch klar. Ah, und jetzt Undertaking. Was ist das denn? Ja. Schon. Ja. Screeny. Ja. Cool. Ja. Das ist Screeny. Moment. Aber ey, ich habe den wirklich den schönsten rausgesucht. Guck mal, die Augen. Jeden Tag habe ich ihm mehr Leben gegeben. Geil. Ich freue mich drauf. Viel Glück. Bei einem von euch wird er im Wohnzimmer stehen. Moderator Knossi hat wieder zugeschlagen, als wäre er nie weg gewesen. Er ist schon sehr dreckig. Ey, und Wandermut, ich wäre fast ersoffen, ne? Das finde ich geil, dass sie das jetzt ansprechen. Ich hoffe, sie sagen ihm jetzt, ja, du wurdest früher, also zu weit rausgeworfen. Nein, aber wirklich, hast du es gemerkt von oben? Ja. Ich mache jetzt echt keinen Spaß. Ist echt an mir vorbeigezogen, ich habe aufgegeben. Ich dachte wirklich, ich sterbe hier. Weil das war genau diese Zeit, wo diese Flut so extrem und ein zurück. Ich konnte nicht mehr. Wo waren die Rettungstaucher, wo du gesagt hast? Im Helikopter. Na super, da brauche ich sie. Och, Knossi, Junge. Ja, wo waren die denn? Im Helikopter. Ah ja, da brauche ich sie. Perfekt, Digga. Perfekt. Oh, schön. Schön. King of Jungle! Ist Sascha? Hat Sascha? Ich glaube, das ist Sascha, oder? Oder Jovan. Sascha! Ja! Ich finde auch gut, dass Knossi zu Joris Jova gesagt hat. Auch gut. Ja! Geil. Ja. Ja! Sascha! Ist geil, Alter. Sascha, wir haben's! Sascha! Wir haben's geschafft! Bist du deppert? Ja! Ist das geil, Alter. Komm! Wir gehen! Ich glaube, Fritz hat auch so ein bisschen Arschwasser bekommen von wegen, fuck. Wenn alle drin sind, auch ein bisschen langweilig. Wenn alle noch drin sind, auch ein bisschen langweilig. Eine Woche ist vorbei! Sascha war echt so am Ende bei der Abholung, der ist zusammengebrochen fast, ja. Sehr herzlichen Glückwunsch! Oh, danke. Glückwunsch. Du hast es gepackt. Danke.
Oh, Vector. Danke, Insel. Danke für alles. Und danke für nix. Wilson! Wir haben Wilson vergessen. Wilson muss nur mit. Wilson ist mein Beschützer. Ich habe Wilson gefunden. Freunde, glaubt ihr mir nicht. Wilson hat mein Shelter beschützt. Bis zum Ende. Es ist gerade nicht gefallen. Wilson! Ja! Boah, geile Aufnahme. 15 Jahre Muskelaufbau. Geile Aufnahme noch. Nein, ich hoffe nicht, aber so ist das Gefühl zumindest. Scheiße. Hast du Workouts geballert? Ja, ich hab mal Liegestütze gemacht. Sicher. Sicher. Scheiße, ich glaub's nicht. Da verblombt. Schön alles sehen. Alles drin. Boah, jetzt aufs Boot, Alter. Das ist echt Butter. Boah, wie lange. Menschen. Ich sag's meine Bucht hier. Die sind alle schon beide jetzt, seitdem sie 10 Minuten da sind, viermal umgefallen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es mir gegangen ist. 7 volle Tage. Ah, meine Knöchel, ich hab so viel Schmerzen, alles offen. Das glaube ich echt. Sascha! Ah. Hat aufs Maul geflogen noch. Sascha! Schnauze gerade fast nochmal, roten Knopf fast nochmal gedrückt eben. Fast. Jawohl. Fast noch einmal rot gedrückt. Boah, der sieht auch fertig aus. Wir haben's! Ja. Sascha, wir haben's geschafft. Fuck! Wir haben's geschafft! Ja! Ja! Ja. Wir haben's geschafft, natürlich! Bist deppert! Echt? Geht dein Pack da? Ja, Mann! Ey, Sascha, wir haben es geschafft, Alter. Sascha, hier ist Sascha. Wir haben es geschafft! Komm, komm, alles am Ball. Guck mal, Schuhe an, rein, komm, rein! Ja! Ich fand gerade am äußeren Bildrand hier was schön zu sehen, da wo meine Facecam drüber ist, dass Dave gerade fast die Kamera, seine Vlog-Kamera ins Meier reingeworfen hat. Aber er hat es noch geschafft. Ich hab 9 Easys. Wie schaust du aus, Mann, dein Bart? Geil, scheiße, also. Geil. Hör dich an. Geil. Du mit Müll, Alter. Hey, wir sind hier oder holen wir nur noch? Wir wissen es nicht. Sag es nicht. Hey, Sascha. Jeden Abend habe ich geschrieben. Echt? Du nicht? Hey, irgendwann habe ich vergessen, die Wasche zu verdecken. Ich schwöre, ich habe... Nein. Ich glaube, Sascha hat so an 2 Abenden, an 3 vielleicht hat er dran gedacht. Ja, einfach an alles, Tim. Das ist echt schon oft, ich glaub's dir. Ja, hast du gezweifelt? Das, ja, ich hab schon so oft gehofft, so oft kurz davor aufzugeben. Sauber. Ey, Sascha. Hammer. Sauber. Ja, wir stinken wie ein Schwein, Alter. Scheiße, ja. Scheiße, gut. Ist egal. Scheiß drauf, wir stinken so. Boah, ja. Ich nehme meine Ladung. Ball immer jetzt. Boah, ist das gut. Ey, Sascha, ich hab das leer getrunken. Das ist unglaublich. Ey, Uber, wir sind alle stolz. In Österreich, wir sind alle super stolz auf dich. Ich glaube, ich hab schon irgendwo gelesen gehabt in meinen Kommentaren, auch weil ich da auch nachgefragt hatte. Ob Sascha denn gesagt hat, dass er nur einen Gegenstand benutzt hat, weil das wäre jetzt ja Big Info gewesen, das wäre so krass gewesen. Aber bei mir haben auch schon ein paar kommentiert, dass er das wohl erst auf dem Heimflug oder so gesagt hat oder noch später sogar. Auf dich auch. Schade drum natürlich, auch. Schade drum. Ja, wir haben es geschafft. Und jetzt holen wir vielleicht neuen ab. Das sieht so schön aus bei Sascha, es ist so dicht zugewachsen alles. Den Spot mochte ich richtig gerne von Sascha. Der war echt sehr schön. Jetzt holen sie noch Joris. Ich glaube, jetzt beim nächsten Spot denkt Fritz so langsam, fuck. Haben es alle geschafft einfach? Fuck, was machen wir, wenn es alle geschafft haben? Joris! Giovanni! Wir haben's! Ich dachte, ihr seid ein Fischerboot oder so. Das sind wir. Geile Kette! Hä? Hey, du hast es! Du hast auch geschafft! Ey, ist das Hammer? Ist das so? Natürlich! Geil! Sogar mit eigenem T-Shirt! So geil, Alter! Geil! Herzlichen Glückwunsch! Geil, danke dir! Herzlichen Glückwunsch, Alter! Ey, sehen! Krass! Krass, richtig krass! Ich bin gerade voll verschickt, bin voll im Film! krass! Heftig! Wie war's? Geil, war richtig gut! War richtig, richtig gut! War krass! Alter, die alle zu sehen, ne? Willst du uns mal zeigen, wie du gewohnt hast? Ja.
MTV Cribs, kurz MTV Cribs machen. Einmal MTV Cribs. MTV Showman. Ja, ja, geil, geil, geil. Das war klar, er hat schon die Bewegung gemacht. Er hat schon so die Bewegung gemacht. MTV Cribs. Typ oder so, gell? Ach, MTV Cribs bei Joris. Hey, zeig uns mal deinen Shelter. Im Prinzip gab es normale Shelter. Der Vorteil war von mir, dass ich dort hinten ganz viel... Ey, ganz kurz einfach der junge Ding. Crocodile Dundee, wie heißt der nochmal? Steve Irwin, rest in peace, Mann. Einfach Steve Irwin hier so kurz. Fischernetze gefunden hatte. Ursprünglich war der Plan, dass ich damit Fische fange. Problem, ich habe kein Feuer anbekommen, ich Vollidiot. Also ja, das war wirklich ein großes Thema bei Joris. Ja, so eine Hängematte zu bauen. Die hat sich jetzt seit gestern durchgelegen, aber die war die ganze Zeit also übelst cozy, richtig gut. Auch hier das Problem, bei Vollmond war hier alles überschwemmt. Mhm. Des Weiteren hatte ich nur Stachelpalmen als Palmwedel, das heißt die dort und die dort. Und die sind zum Bearbeiten richtig, richtig schwierig, weil die alle paar Millimeter... Ich habe auch einen Top-Kommentar, war auch unter der originalen Folge, also nicht unter der hier, aber unter irgendeiner originalen Folge. Jetzt, wo die Bundesregierung die Folgen sieht und gesehen hat, dass bei Joris eine Nummer, also eine Hausnummer steht, bekommt er auf jeden Fall auch an die Insel hier eine Rechnung für Dings, wie heißt das denn? Rundfunkgebühr. Fand ich sehr lustig. Unendlich viele Stacheln haben. Die gehen teilweise bis zu 5 cm. Und das ist halt beim Arbeiten wirklich Horror. Ich habe überall Spreißel drin, in den Füßen, in den Beinen, im Bauch, überall. Auch nicht rausbekommen, hat sich alles entzündet. Ja, an sich, das ist mein Shelter. Hat ziemlich gut funktioniert. Da ist er! Schaffst du? Wenn wir Gesichter machen mit Bart, ich sag. Wir haben mehr als dein eigen gemacht. Hey, Alter hat die alle abgenommen, Alter. Hey! Hey, Junge! Jawohl! Alter, alle! Ja! Siehst du geil aus, Mann! Yo! Geil! Welcome back! Sick! Das hast du doch krass, ja. Wildschweinzahn, mega! Wildschweinzahn! Das lag bei mir da hinten rum. Geil! Und da auch noch irgendwie so Knochen, ich hab noch ganz viel anderes. Mega! Ja. Hoffentlich keine Menschenknochen. Wer weiß. Krokodil habe ich gesehen. Ich hab auch genau hier rumgeschwommen. Was, hier vorne? Ja, genau da. Ich hab's auf Kameras. Okay, das war's. Wir holen nächste Insel. Geil. Es hat jeder geschafft. Guck, jeder. Wir holen noch jemanden. Ja, guck, die haben echt schon gedacht, wir holen jetzt noch jemanden. Geil. Also wirklich die viel bessere Variante der letzten Folge hier, würde ich sagen. Freut mich sehr, dass wir das bekommen haben nochmal. Durchsage. Als Ehrenmitglied wegen besonderer Leistung aus Staffel 1 wurde ich dazu auserkoren, euch zu sagen, dass ihr die einzigen Überlebenden von Seven vs. Wild Staffel 2 seid. Herzlich willkommen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn 5 erwachsene Männer auf einem Boot springen. Ob das so fördernd ist für den Transport. Aber wie schade! Ich denk so, die armen Mädels. Aber hoffentlich. Warum? So, Nova ist Anfang 4 rausgegangen. Warum? Und okay. Und Psyche. Psyche, ja. Und Sabrina ist an Tag 6 rausgegangen. What? Warum? Hey, ich hab's in die Kamera gestern gesagt. Die erste Staffel war verlängerter Buschkraftausflug. Ja. Im Vergleich zu dem hier. Für mich persönlich. Gefühlt, dann gefühlt. 7 Tage mit einer Machete war einfach nur Abfuck. Nicht immer, aber schon sehr viel. Sehr viel Abfuck. Oh. Oh, geil. Wir sehen jetzt auch, wie Nova hier ja, so steht und so. Das ist ganz toll. Das ist cool, das ist geil. Bist du auch stolz? Oh, Sabrina ist jetzt schon sehr emotional. Die war ja sowieso schon emotional, haben wir gesehen. Oh, die ist ja richtig emotional schon. Och Mann. Och Mann. Oh, ich werde es wieder zusammenbrechen gleich, Jungs. Mädels. Ich werde gleich wahrscheinlich wieder... Ich will euch nur vorwarnen, okay? Ich will euch nur vorwarnen. Die sind mir alle so ans Herz gewachsen. Ey, ehrlich. Es hört sich vielleicht auch dumm an, jetzt für einige. Und die könnt, ihr könnt vielleicht auch einige, ihr könnt nachvollziehen, manche nicht. Aber alle Teilnehmer... und alle Teilnehmerinnen sind mir irgendwie richtig, sind mir richtig ans Herz gewachsen. Sag ich, wie es ist. Also, weiß nicht. Alle richtig ans Herz gewachsen. Ich habe zum Beispiel mit Fritz, habe ich auch kurz gelabert mal, auf der Gamescom Abschlussparty im Bootshaus. Habe ich kurz mit Fritz gelabert. Das war, bevor irgendwas von dieser Staffel
ich glaube, die war angekündigt, aber die waren noch nicht unterwegs, da war noch gar nichts. Oder waren die da schon unterwegs? Ich glaube nicht. Ich glaube, die waren noch. Wobei, ich weiß es nicht. Es war im August. Kann sein, dass die da schon unterwegs waren. Nee, stimmt. Wir haben rausgefunden. Sorry. Das war kurz bevor sie losgefahren. Das war eine Woche bevor sie losgefahren sind. Da habe ich auch mit Dave ganz kurz gelabert. Das war echt. Also nur ein paar Worte gewechselt jetzt. Ja, so. Aber es war irgendwie jetzt nochmal so krass, wenn man so denkt, dass die mir jetzt so ans Herz gewachsen sind. Über diese Serie alle. Oh, jetzt Knossi und seine Freundin. Ich freue mich richtig, das jetzt nochmal zu sehen. Pizza! Ich hatte einmal eine Bahnvorstellung. Ich liege gerade auf der Hängematte und rechts von mir labert mich einer voll. Wo ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Bei welchem Menü? Von welcher Burgerkette? Und ich rede mit dem Mann. Da ist aber keiner. Ich hatte Warnvorstellungen. Ja. Du hast mit mir geredet. Und danach hast du mich auf einmal angeschrien. Dann kam deine Freundin dazu. Warum du mich anschreist? Ich so, chill doch mal. Dreh mich um, da ist gar keiner. Da ist keiner. Krass. Man sieht Leute. Krass, dass Joris das auch hatte. Krass. Das ist krass. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Oh, ich freue mich richtig, Junge. Ich freue mich richtig, Mann. Oh, Knossi, jetzt schon. Och, nee. Oh, okay. Ich lass laufen. Ich will nicht so oft pausieren. Ich lass laufen. Sorry, ich lass laufen. Ich habe jetzt schon Tränen in den Augen. Sabrina auch so krass, ne? Die ist echt auch überwältigt mit Emotionen. Oh. Oh Mann. Ich hab das doch schon gesehen, warum bin ich so emotional? Ich hab's doch schon gesehen. Ich kenn das doch schon gefühlt. Es ist vorbei, es ist vorbei. Oh. Es ist vorbei! Es ist einfach vorbei, fuck! Ey, echt schön. Echt schön, muss man sagen. Was hast du überhaupt für frische Schuhe aufgetrieben? Die passen sogar. Du siehst so gut aus, du riechst so gut. Oh Gott. Einmal irgendwo hinsetzen, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich einfach so, dass ich ihn jetzt wieder sehe, weil man hat halt einfach so eine krasse Verbundenheit so von Anfang an und man weiß halt, was sie durchgemacht haben. Ein Schweiß zusammen, das Projekt. Aber das fühle ich, ey. Ich habe wieder die emotional gemacht, es tut mir leid. Aber ich fühle das sehr, den Punkt mit diesem Zusammenschweißen, weil ich habe ja eben auch gesagt, die sind mir alle so ans Herz gewachsen. Das sind einfach random 7 Leute so, keine Ahnung. Die sind mir aber alle ans Herz gewachsen auf eine Art und Weise irgendwie. Jeder einzelne. Muss man sagen. Die Sonnenblätter hätte ich gebraucht. Ich sag's, wie es ist. Ich hab gar keine Ahnung. Ich bin drinne gelegen. Ja. Nice. Dach ist für Kinder, Alter. Dach ist für Kinder. Oh, eine geteerte Straße, Alter. Oh. Oh, schön, Johannes auch jetzt da. Guck bitte, besser nicht in Umschlag Nummer 5, da habe ich ein paar Worte an dich gerichtet. Oh. Schön. Greenie, du wartest hier. Ich hoffe, die werden von einem Festmahl jetzt erwartet direkt. So, was, geht's jetzt hier warten oder was? Achso, stimmt, ich spiele erstmal im Pool, true, true. Ja! Yeah! Oh! Ja! Oh! Oh, ist das geil! Oh, normales Wasser! Die erste Dusche, die man so hat, mit dem Wack! Oh, wir haben es geschafft! Und darauf ein dreifaches Seven-Wolf-Wolf! 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 Ja! Ja!
Aber ich finde schön, dass Nova auch reingesprungen ist, trotz dass sie so ein Kleid anhatte und gar nicht ready dafür war, glaube ich, reinzuspringen, Schmuck an und Staffel so. Staffel Nummer 2, Like da lassen und nichts vergessen, die Glocke aktivieren. So Leute, trinkt nicht. Schön. Max, wie viele Zigaretten sind übrig? Alle weg, Zigaretten? Er hat 3 übrig gelassen. Von den 7? Ja. Natürlich alle weg. Ja, kann ja sein. 3 Tage die letzte. Echt? Ja, was glaubst du denn? Wenn schlechtes Wetter war, wie soll ich mich trösten? Doktor, ich brauche unbedingt Behandlung. Von deinem Baby oder von mir? Nee, von dir. Auch untenrum Probleme. Und das hier. Ein Stock hat da drin gesteckt, Tag 1. Ich hab's aber wegen Medikit, wegen Punkte verlieren, habe ich Medikit nicht benutzt. Da müssen wir gleich aufmachen. Kannst du das dann... Mit Kippe machst du schnell auf, oder was? Nee. Ja, gut. Ach, schön. Welche Karte? Ja. Wo war mein Beat? Da war ich. Ach du Scheiße. Oh, stimmt, die Zentrale hier sieht auch mega geil aus. Da sehen die jetzt auch das erste Mal. Kennen wir ja schon. Kennen wir schon vom Behind the Scenes komplett. Ja. Krass, gell? So eine Trogeninsel. Erkennt ihr ein Bild irgendwie so? Hier oben sind es 6 Kandidaten. Sabrina war bei mir. Und Nova. Ah? Das war die richtig größte Scheiße überhaupt, das Ding. Da unten. Nee, super. Egal, wenn du jetzt so siehst, könntest du dir denken, wow, wir waren alle irgendwie nah beieinander, aber am Ende des Tages hast du genau gar nichts. Das war schon weit. Gar nichts. Guck mal, das sind über 10 Kilometer hier. Ja, das ist schon weit. Hast du viele Boote gesehen? Wenig. Gott sei Dank. Wir sind Patrouille gefahren. Echt? Ja, 24-7, nonstop. Krass. Das ist echt? Ja. Ja, wir haben Boote verjagt. Alles, was zu nahe gekommen ist, haben wir weggejagt. Bei Knossi war ein Boot war direkt bei Knossi zu sehen. Das ist echt noch. Ja. Und jetzt ist alles im Kasten, Junge. Es ist alles geschafft. Jetzt darf nur die Speicherkarte dürfen jetzt nicht verloren gehen. Nee, die Jungs werden backuppen den ganzen Tag. Die sind alle da. Die sind jetzt das Heiligtum. Die sind alle da. Die sind alle da. Boah. Die sind alle in den roten Sekt. Alle da, jeder hat's abgegeben. Jeder, yeah. Ja. Boah. Alles da, ey. Boah, echt schön. Das war echt nochmal, das war richtig schön gerade. Oben und unten, ich konnte beides 20 cm kischen. Ja, ich habe 3 Stunden lang gebraucht und ich meine, hab, ging so. Ich bin nicht stand so oder. Ja, genau. Oh, schließlich vor die Feuerstahl. Oh, diese Besprechung, die hat mir halt ganz doll gefehlt, ne? In der im originalen Ende so. Das hat mir gefehlt, wie sie labern über die Challenges und so. Mr. Grill hätte jemand anders von euch gefunden, so plötzlich. Ah nee, doch, okay, er hat erzählt, er hat es doch hier erzählt, dass er nur einen Gegenstand benutzt hat. Stellt euch vor, den Feuerstahl und den Wassergrail hätte jemand anderes von euch gefunden, so plötzlich. Er hat es doch erzählt, ich weiß nicht, was die Kommentare sollten bei mir dann. Aber er hat doch hier offensichtlich erzählt, dass er seine Gegenstände verbuddelt hatte. Wassergrill hätte jemand anders von euch gefunden. Hat er doch erzählt jetzt. Ey, die Queen ist gestorben, Alter. Was ist passiert die Woche? Lol, das war in der Woche, die Queen ist gestorben, das wussten die zumal. Krass, okay, krass. Ja, true. Eine Woche auch keine Nachrichten, ne? Queen ist gestorben. Das ist das Einzige. Oh, die Löcher von Fritz muss auch nochmal jemand zeigen Johannes, hier. Nicht im Umschlag. Johannes, du kannst mir den Arsch. Auf den Würfel schieben. Johannes, friss den Würfel. Friss Johannes. Dann steht hier, verhalte deinen Klotz als Zeichen reiner Abneigung. Kontaktiere mich nie wieder, lösch meine Nummer. Das schön. War's. Ach, das ist schön. 68. Was hast du jetzt? Ja, 62 Sie. Boah, Fritz macht auf Ernst ganz nackt. Damit habe ich 6 Kilo. 7 Kilo verloren. 7 Kilo? Oh. 88 für 1. Deine Leistung auch gut. Kurz drücken, ja, ne? Super. Ja. Oh, ey, was schätzt du? Sag ehrlich. Wir hatten 100,4. Und es war immer Error bei der Waage. Erinnert ihr euch? Ich erinnere mich, ja. Es war immer Error. 91,5. Krass, ja. 10 Kilo verloren. 91,5 Kilo. 74. 74,7. Boah, ich krieg jetzt eine schöne Kochsalzlösung wie die Superstars. Echt? Wenn sie besoffen sind, aber danach noch ein Konzert haben, ja. Einmal Kochsalzlösung und bist wieder der Alte. Ja. Ah, da freue ich mich. Einmal Kochsalzlösung. Fast 10 Kilo verloren. Ja. Video, Querformat 4K. Hier, ich hab jetzt 3 Zentimeter verloren. Ja, der arme Sascha. Weil dann verlierst du eigentlich nicht. Ich hab auch in einem Video gesagt, Leute, schätzt eure Möbel und eure Möbelhäuser. Ja. Wirklich, ich hab's auch ernst gemacht. Ich hab gesagt, ehrt jetzt euren Stuhl. Guckt euch an, ihr schaut diese Show gerade. Überlegt, ehrt diesen Stuhl, tut dem Stuhl was Gutes, ölt ihn ein. Oder macht was für euren Stuhl, weil guckt, wie ich hier sitze, jeden Tag. Ah!
war nur Spaß. Ein Stuhl ist... Ja, ihr habt dasselbe gedacht. Ihr habt allen die Kamera gesagt. Die eigenen vier Wände. Einfach das Bett, was man hat. Den Tisch. Schatz, unser Bett daheim. Stell dir vor, unser Bett daheim. Boah. Das habe ich dir gesagt. Man lernt dann da die Dinge ganz anders zu schätzen. Gerade Bett. Ganz andere Dinge. Decke. Trockenheit. Du riechst so richtig nach... kann das gar nicht definieren. Nach so... nach Insel einfach, nach Inselmensch. Ich habe dich noch nie so gerochen wie gerade. Das glaube ich. So, gar nicht, Schatz, nicht nach Schweiß oder so, sondern richtig nach Meer. Ist das Sand drin? Ich habe aber nie Shampoo benutzt. Ja. Hast du schon geduscht? Ja. Hast du gar keinen Bock mehr? Hast du dich schon dran gewöhnt? Ja, ja. Ja, bin zufrieden, habe ich damit abgefunden. Ey, das ist, weißt du noch, wie wir vor einer Woche, wie Spaß wir hatten? Noch einen Tag, bevor wir abgereist sind. Ich finde auch schön, dass die beiden jetzt immer noch so close miteinander sind und hier so zusammen rumhängen, reden, Späße machen. Die Situation echt da und jetzt sehen wir uns wieder. Und tatsächlich Ihr wart nicht mal im selben Heli, oder? Zwei Helis nebeneinander geflogen. Ja. Aber ihr wart Ich musste als erstes springen. Aber ich krieg heute noch was aufgeschnitten hier. Guck mal, zeig doch mal hier. Die Wunde will er mir noch aufschneiden. Ich könnte kotzen, Alter. Nur noch. Oh, da steckt noch der Baum drin. Ja. Ich könnte nur noch kotzen, ehrlich. Aber besser ist. Oh ja. Oh ja, wann kickt's rein? Siehst du da auch misstrappelt? Achso, aber du liegst auf der Zuleitung mit deinem Kopf. Ich will, dass es richtig reinkickt. Weißt du, wie ich dann später drauf bin? Du bist nicht mehr müde, nichts. Ja, das ist cool. Das ist Kochsalzlösung ist so, um Flüssigkeit und um Nährstoffe in den Körper zu bringen, oder? I guess. Ich hab nur Scheiß gemacht. Ich hab nur Wahnvorstellung. Ich hab Wahnvorstellung. Das stimmt, ja. Menschen haben mit mir gesprochen, die nicht da waren. Komm, wir gehen jetzt, oder? Kann ich mitnehmen? Cool. Kann mich umziehen. Geil. Oh, klasse. Wow, ein Restaurant, Aperol Spritz. Am Anfang. Jawoll. Stimmt, ja. er hatte den Tropf auch, als er da gegessen hat, einfach. Kann es warten? Schatz, guck mal essen. Das sieht so geil aus, ne? Holy shit. Oh, sieht das geil aus, das Essen. Das ist die vegetarische Paella. Oh mein Gott. Paella, Junge, viele Paella. Guten. Ey, ein Pommes. Für Fleisch und Fischgerichte müsst ihr einmal hier rüberkommen. Ja, das war ein geiles Übermacht. Komm wieder. Ey, ihr müsst langsam essen. Oh, so, rein. Otto, wirklich, ich sag dir, du kommst. Ja, ey, Otto haut sich direkt so viel rein. Was ist das wieder los? Ist geil, oder? Wir müssen zu Hause das Essen auch viel mehr schätzen. Das glaube ich auch. Essen, Wärme, wirklich. Sauberkeit. Das ist so echt so eine Cocktailtomate, ne? Das Habt ihr irgendeine Erkenntnis gehabt? Ja, ich hab eine Erkenntnis. Ich sag dir wirklich, ich hab so keinen Bock gehabt auf mein Handy. Ich hatte keinen so Phantomsupp. Ich war froh, dass ich kein Handy hatte, oder? Gar kein bisschen Details. Oh, ich weiß nicht, was das ist, aber es sah geil aus. Jetzt gibt's Gains. Kohlenhydrate, MS. Yo, Sascha. Junge, der Mann haut sich direkt 8 Kilo rein. Ja, Sascha, das schafft. Was? Ich bin gar nicht sauber. Ha? Sascha, das schaffst du nicht. Was denn so nicht? Hast du keine Hunger oder was? Hast du so viel gegessen, ne? Alter! Ich hab grad, ey, das geht nicht. So? Du wirst gleich merken. Hau mal drin. Echt, oder? Du bist krass. Ja. Ich glaube aber auch, der Magen ist ja so klein. Ich hab all inclusive gebucht, da mach ich einen Teller voll. Ja? Ey, guck mal, da kommt er doch. Direkt wieder der Versicherungsvertreter. Nein, oder? Ich wollte mich einfach mal normal anziehen. Heute verkaufe ich noch den einen oder anderen Mobilfunkkarte mit Handy. Was hast du vorher gesagt? Ey, aber Joris sieht fresh aus, muss man sagen. Sieht fresh aus, passt zu ihm so der Style auf jeden Fall. Sieht fresh aus. Ich mach dir das beste Fratressen-Fitness. Genau so. Alter, ich hab, glaube ich, 3 Jahre geduscht, gell? Ehrlich, schöne Aufnahmen so jetzt noch. Da nimmt Knoss ja auch Salat für die Vitamine mal mit. So, Prozess ist so. Oh ja, stimmt. Das haben wir schon ein bisschen gesehen, aber nochmal ein bisschen ausführlicher, wie die Wurzel rausgenommen wird. Du hast da einen kleinen Abszess. Abszess bedeutet eine Eiterbildung durch den Fremdkörper. Ja, das hat sich infiziert. Weichteilinfektion ist das. Wir werden erstmal desinfizieren, schön desinfizieren. Du musst keine Angst haben. Das wird in jedem Schritt ein bisschen Schmerzen machen. Aber das zu vermeiden, werden wir versuchen mit lokaler Betäubung. Wir werden versuchen, keine Angst, es wird, jeder Schritt wird dir Schmerzen bereiten. Aber wir versuchen, dass es dir keine Schmerzen macht. Aber wir versuchen es halt auch nur, ne? Mittel, der gesunde Weichteil ein bisschen schmerzfrei zu bekommen. Weil wir der komplette infizierte Bereich sauber machen müssen. Okay?
Und dieses Holzstück, was da drin ist, ja, dieses Fremdkörper muss rauskommen. Ein Knochenteil kann sein, dass du verlierst. Bevor das passiert, nein, ich sehe, das ist mein täglicher Brot, deswegen kenne ich. Und dann 2 Tage nicht laufen. 2? Vielleicht 2 Wochen. Jens, wir müssen. Oh. Dieses Gesicht ist so schön, dieser Gesichtsausdruck. Okay. 10-14 Tage kalkulieren, dass du da regelmäßig trocken halten musst. Was holt denn der jetzt? Bitte? Ah, da ist kleine chirurgische Set, kannst du auch zeigen. Narkosen mit dem, alles Geil. Der Herr Oberarzt. Brauchst du keine Angst haben. Ich sag dir doch, der Eiter ist doch dafür da, dass der Körper das von alleine raustreibt. Die brauchen wir doch gar nicht jetzt hier rumschnippeln. Seit 7 Tagen hast du da drin, oder? Ja, erste Tage. Ja, dein Körper dann ist nicht genug in der Lage, alles zu... Mein Körper ist in der Lage, der braucht halt länger. Oh, okay, sieht schon hart aus. Gut. Ich bin doch, dran das gewesen. Sieht schon hart siehst aus, du muss das? Man sagen. Ja. Dieses grüne Zeug, siehst du das da, oder? Grüne, was da nicht sie hingehört. Ja? Boah, das ist schon hart. Ganz ehrlich, das ist schon echt schon hart. Tut hier was weh? Nein, oder? Okay. So. Also kann ich da, nicht erschrecken, haben wir ja gesprochen, danke, dass kalt und nass wird. Komm. Warte mal, kann ich danach spüre ich da meinen Fuß? Nee, lokal wirst du spüren. Und das ist unser chirurgisches Set. Ja, da ist Skalpel drin. Achtung, es sind Blut und Nadeln zu sehen. Für mich kein Problem. Ihr skippt vor, falls ihr nicht sehen wollt. Alles gut. Einfach Metzgerei im Hotelzimmer. Nahtmaterial drin, Rasierer, wenn du ein Haar hast, das müssen wir rasieren. Und noch zusätzlich Verbandsmaterial wird drankommen. Du bist auch Arzt aus Leidenschaft, ne? Ja, ey, den mag ich echt gerne. Ich glaube, Islam ist, glaube ich, richtig. Sehr sympathisch. Ne? Super sympathisches Kerlchen, kann man sich kaufen in der Schweiz. So wie er rüberkommt. Du bist wirklich Arzt auch, ne? Nee, normalerweise Kfz-Mechaniker. Aber super sympathisch. Siehst du? Nee, ich bin wirklich ein... super ein sympathisch. Arzt, keine Sorge. Aber er ist auch Arzt, ne? Er ist auch ein echter Arzt. Oder ist er irgendwie... Oder wir können Arzt. Er spielt sich in irgendeiner Band normalerweise. Samstagabend irgendwo drinnen, ey, im Anker. Aber Knossi immer gut drauf, egal was los ist, immer, immer Entertainment. Ey, aber ich sag dir, wirklich, ihr seid so 2 Figuren, man hat sofort Vertrauen. Ja, das finde ich aber auch echt. Die drücken so sehr Autorität und Vertrauen aus. Vertrauen. Sorry, ey. Wo spritzt du das jetzt hin, ungefähr? Direkt rein, oder? Ich werde ungefähr in diesem Punkt reingehen, ja? Drück mal da auf, werde ich hier, der gesunde Bereich, drück da mal. Werde ich punktieren. Drück mal. Hier. Ja, das aber wird da fixen. Knochen. Ja, da Knochen. Unter der Haut werde ich durch die Fettgewebe reingehen. Von unten werde ich alles auch, so kann man sagen, infiltrieren, ja, reinspritzen, dass der, was da infektionsmöglich durch dieses Loch, durch den Fremdkörpereingang rauskommt. Und dann werde ich zirkulär alles betäuben. Das wird dir in gesunder Weichteilbereich helfen, nicht wo der Infektion ist. Und das werden wir mit Eisbeutel. Kühlbeutel, genau. Und wie werde ich danach laufen? Danach, du wirst einen Verband bekommen heute und morgen eine kleine Pflaster. Morgen werden wir einen Verbandwechsel machen. Einmal gucken, wie das und alles aussieht. Das ist schon gut, fertig schon. Normalerweise sollte gut sein. Aber wenn da kleine Eitersammlung noch Rest ist, vom Körper rausgedrückt wird, dass du ein bisschen kleine Hilfe brauchst, das werden wir auch rausholen. Wie kann mir denn sowas passieren? Ich will dich nicht anlegen, aber wir müssen schneiden, weil was da reingekommen ist, ist gebrochen und kann man von außen nicht ziehen. Und das Problem ist, wenn wir auch ziehen, von außen wird sich zusetzen und dann hast du noch eine infizierte Weichteil, wo einer so Abfluss braucht und das hast du nicht. Von außen, wenn der Wunde sich zusetzt, dann Eiter wird sich nach innen erweitern. Und das darf nicht passieren. Und fix. Fett. Super. Boah. Vorbei. Aber ist wirklich ein. Da wird ein bisschen Spannung geben. Schon unangenehm. Oh. Ich mag Spritzen auch nicht. Ja. Also mag, guess what, mag keiner, aber. Das ist ein Drecksausspritze. Also einer, ich hab eine Nähe, die so weh tut. Das Lokale liegt immer weh. Oh. Ich hatte auch mal unter meinem. An meiner Hacke von meinem linken Fuß, glaube ich, hat sich irgendwas. Ist irgendwas eingewachsen gewesen. Ich weiß nicht genau, was es war.
Die meinten, ja, wir wissen auch nicht genau, was es ist, glaube ich, können es ins Labor schicken, keine Ahnung, was es war. Es war irgendwas, was unter meiner Haut, wahrscheinlich, weil ich meine Blase hatte und da irgendwas reingekommen ist und das ist dann eingewachsen. Und das musste auch rausgeschnitten werden. Und da hatte ich genau das quasi wie Knossi auch so, ich glaube, 2 Spritzen habe ich sogar reinbekommen, in meine Hacke quasi dann rein. Und auch lokal, logischerweise. Und das tat schon echt doll weh, wenn da halt 2 fette Spritzen reingehauen werden. Und dann wurde mir auch echt so ein Stück rausgeschnitten einfach. Da wurde echt geschnitten auch, also ich hatte quasi noch das gleiche wie Knossi, bloß dass meins halt nicht so doll wehgetan hat und meins nicht infiziert war oder irgendwas. Da war einfach was in meiner Haut, was da nicht sein sollte, in meiner Hacke quasi, was da nicht sein sollte. Aber war kein Problem. Bei Knossi war es ja schon nochmal ein anderer. Aber vom Vorgang her ähnlich bei mir. Schlagen ist das Schlimmste. Oh! Oh, Junge! Ja, das zieht echt im Fuß. Muss doch reichen jetzt. Das ist mega. Ja. Okay, es muss doch reichen jetzt, oder? Das gleich geschafft. Das ist der Ausspülung der Wunde, ist das. Siehst du? Ah ja, okay. Man sieht's wieder Flüssigkeit raustritt. Von der ja. Wunde, was da rausgekommen ist. Das ist ein lokaler Betäubungsmittel. Krass, ist interessant zu sehen. Fertig? Ja, lokal ist da. Kannst du bitte kriegen? Ey, also ich hatte noch nie eine schmerzhafte Spritze wie das, ne? Normal. Ja, ich hatte auch bis jetzt die war echt krass bei mir auch. Füße ja. Ganz anders als Impfung oder. Ja. Und jetzt kommt er noch mit Eis drauf. Das ist doch hier eine Metzgerei. Willst du hier was? Spürst du das? Nein, oder? Siehst du? Scheiße, wie guckst du dich an? Oh ja, jetzt haben wir das. Da raus, ein Stock? Ja. War da noch ein Stock? Ziemlich dick. Voll dick. Hat der Stock noch geschnitten? Ich zeig dir, keine Sorge. Wirklich krasser Stock. Ja, richtig. Ich hab eine Woche lang konnte. Klaus, hier sieht's halt nicht. Alle sagen nur so, oh, okay, ho. Hab gerufen die ersten Tage, aber dann habe ich mich gewöhnt. Das wäre von alleine nicht abgehalten. Alter, wirklich? Boah, was hat er mal rausgekommen? So ein richtiger Stock. So, das war drin. So eine. Boah, fuck, zeig mir nochmal, ich will mich mal nochmal erinnern. Wolltest dich nicht pieksen? Nee. Ich will mal kurz nochmal sehen. Ja. Ja, das war die Wurzel, diese Drecksau. Ey, du musst dir vorstellen, das hat in meine Haut gesteckt. Ich denke Tag 1, scheiße. Da steckt was drin, ich. Zack. Und da kam viel Blut, es kam echt viel Blut. Meistens sieht man von außen gar nichts. Tag 1, und ich denke mir, Kamera an. Vielleicht Medikit. Und der Rest. Vielleicht. Und dann, nee, ich habe Medikit nicht genutzt. Ich bin gehumpelt die ersten Tage. Dann Zahnschmerzen, Tag 4 auch noch. Alles ganze Seite, Alter. Man kalkuliert gar nicht so schnell, wie man denkt. Echt, aber wirklich, das hat mich echt erwischt. Ich habe die schwersten Verletzungen meines Lebens. Ja, also Real Talk, das glaube ich ihm sogar, muss ich sagen. Krass. Ich fand gut, dass er gerade eine Fliege auch noch in die Wunde fast reingeflogen ist. Ach, das ist so wunderbar gemacht. War gar nicht so schlimm, oder? War schon widerlich. Der Arzt seines Vertrauens, oder? Ey, ja, wirklich, der hat da mit dem Skalpell drin rumgewühlt. Ey, wie kommt man zu der Leidenschaft, ne? Na, guck mal, wie groß das war, ey. Das ist wirklich groß, ne? Kann ich das sehen, ja? Das war in dir. Ey, ja, das ist von genau ich, dieses gell? Stück Wurzel. Das war von Wurzel und ich habe die Wurzel rausgezogen. Schon groß gewesen, das ist schon echt okay, groß. Okay, das hätten wir so nicht rausgekriegt. Nein. Ich glaube auch nicht. Aber du bist nicht so schlimm im Patient, wie ich mir gedacht habe. Mal, kann ich schon nee, weil ich habe nichts gemerkt, die Beziehung war gut. Schön. Ach ja. Oh, das ist eine schöne Aufnahme auch nochmal hier. Insgesamt eine geisteskranke Produktion, ist riesig geworden. Ich bin mega, mega stolz auf das ganze Team. Bin sehr, sehr dankbar, dass wir alle dabei hatten. Und wir sind super froh, dass alle Teilnehmer unbeschadet rausgekommen sind. Nicht nur Dank ans komplette Team und alle, die uns auf diesem Weg begleitet haben, sondern auch die Zuschauer, die das überhaupt irgendwie erst möglich machen. An die Sponsoren, die uns hier begleiten. Und wir hoffen, dass wir ein geiles Endprodukt bekommen, wo wir alle drauf stolz sein können. Geil. Was für eine heftige Animation haben wir hier noch, bitte? Holy shit. Digga, das ist das letzte Behind-the-Scenes-Video und wir bekommen jetzt das Intro quasi. Naja, besser spät als nie. Geil, holy shit, ey. Sehr, 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 sehr cool. Hat mich voll gefreut, dass wir nochmal so ein ausführliches
Video bekommen haben, was ich mir auch wirklich als letzte Folge so gewünscht hätte, muss ich sagen. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen mehr Traffic bekommt. Das hat Stand jetzt 2,2 Millionen Aufrufe, hat aber auf jeden Fall noch mehr verdient, weil das ist wirklich nochmal viel emotionaler, viel detaillierter, detailreicher. Man bekommt viel mehr Infos mit. Und ja, unsere Seven Wars Wild Reise ist natürlich noch nicht vorbei. Wir haben ja noch die 7 Interviews, die alle online sind mittlerweile auch. Das heißt, die werden jetzt in den nächsten Tagen auch noch auf uns zukommen. Ich freue mich sehr darauf und freut mich, dass ihr alle so aktiv am Start seid, dass ihr die Reise mit mir gemacht habt jetzt. Und ich habe einfach Bock. Ich habe Bock, die letzten 7 Interviews uns, dass wir die zusammen reinziehen. Und ey, es gibt ja noch, wie heißt das? Otto hat gerade ein neues Projekt angekündigt. Wie heißt das denn? Nordic Warrior? Irgendwie so. Da sehe ich uns auch. Arctic Warrior, glaube ich, heißt es irgendwie so. Da sehe ich uns sehr, dass wir da vielleicht mal reinschnuppern. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr so am Start wart. Es war richtig schön mit euch. Und wir sehen uns morgen wahrscheinlich schon mit dem ersten Interview. Ich freue mich drauf. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt so fresh und gut aussehend wie immer natürlich. Und ja, ciao.